Erster Landgang auf Hao am Ostermontag nachmittags. Ah. Bonjour. What's your name? My name is Heinu. Heinu. Ah, I'm Michael. Die Hauptstraße von Hao. Darf man nicht so schnell fahren, hier gibt es auch Bubbel. Genau. Nur ist Bubbel. Auch eine gerade Straße, ne? Ja. Hier gibt es sogar Recyclingstationen. Flaschen und Dosen Glas. Getrennt. Glas. Und das weiß man nicht. Plastik. Naja. Naja, die. Ist doch alles irgendwie zusammengekippt. Nackthund. Ja. Wie sind die Haare ausgefallen? Ja, vieles ist verlassen. Wieso? Über dem Atombombenversuch irgendwie. Aber viele Palmen, unwahrscheinlich viele Palmen, sehr schön grün. Leider haben alle Geschäfte heute geschlossen, da wir ja Ostermontag haben. Deswegen werden wir auch nicht erfahren, ob sich hier irgendwo ein Ölfilter kaufen können. Ich glaube, wer kann, verlässt diese Insel. Aber es wirkt hier immerhin noch gefegt. Hoffentlich nicht extra für uns. Und schon sind wir am Außenriff. Oh, sieht nach Ebbe aus. Und nicht so viele Wellen. Aber da hinten sehe ich Amanu. Da sind Nora und Hakko hingefahren. Ist halt ganz anders, ne? Schon wieder eine andere. Eine andere? Ja, praktisch Kultur fast. Wohnkultur. Ach so. Tja, so sieht das da unten aus. Schwarze Brühe ist alles Öl. Das muss ich jetzt mal entfernen. Und dann habe ich tatsächlich einen neuen Filter gefunden. Und den werde ich dann montieren. Und dann läuft das hoffentlich wieder. Wir haben keine Strömung hier am Pass. Genau den richtigen Zeitpunkt erwischt. Wir sind auf dem Weg nach Amanu zur Anixi. Das sind ca. 16 Meilen. Mal gucken, wie lange wir brauchen. Wir haben 14 Knoten Wind. Und schon sieht man vor uns Amanu. Noch ca. 1,5 Stunden, dann sind wir am Pass. Der Pass von Amanu. Ich fürchte, wir haben Gegenströmung. Es kabbeln sich etwas die Wellen. Er ist ziemlich schmal. Zwei Knoten gegen an. Geht noch. Ist nicht ganz so viel. Glasklares Wasser. Hier. Und es strömt wieder ein wenig. Wir haben es geschafft. Wir sind drinnen. Unser zweiter Pass. In Amanu wurden wir gleich begrüßt von der Crew der Anixi. Die haben uns hier reingelotst, aber dann haben sie uns im Stich gelassen. Und haben nur gesessen und geguckt, wie wir das machen. Komm, die Nora hat gefragt, ob sie schwimmen gehen soll, um zu schnorcheln, zu gucken, wo wir uns den Anker hinschmeißen. Stimmt. So, ja, also nichts im Stich gelassen. Und das wurde von euch abgelehnt. Das ist scheinbar unser Haushai. Er umkreist uns immer. Und manchmal bringt er auch noch seine Freunde mit. Glasklares Wasser,
kann also da auf 18 Meter runter sehen. Da seht ihr unsere Bojen, wie sie die Kette über das Riff halten. Das sieht so aus, als ob das gut funktioniert. Zu tief. Ich komme zwar runter, aber die Boje ist um die Kette. Der kleine Hafen von Amanu. Ein ganz verschlafenes Örtchen. Nora versucht, eine Bar klar zu machen und ein Restaurant. Und da ist der Pass, durch den wir gefahren sind. Oh, es strömt jetzt wahnsinnig schnell nach draußen. Und wir können hier richtig gut Volleyball spielen. Oh, da würde der Michael ja gerne mitspielen. Ich habe jetzt hier unseren Reserve-Flugskate-Kompass angeschlossen an den Autopiloten. Und das auch mal hier verkabelt. Und momentan sieht es eigentlich gut aus. Wir fahren hier 92 Grad und da unten am Kompass auch 92 Grad. Fehler gefunden. Hier dieses gelbe Kabel hat keinen Kontakt mehr von unten hier hoch. Ja, das heißt, ich muss ein komplett neues Kabel durch das ganze Schiff ziehen. Das wird ein Spaß und das ist alles auch mit Kabelbindern verbunden oder mit Silikon die Öffnung zugemacht. Da muss irgendwie dieses Kabel durch. Das wird ein Scheiß. Und das Ganze hier an diesem Traummotu. Und jetzt geht gleich die Sonne unter, ohne eine Wolke unter der Sonne zu haben. Sieht das nicht herrlich aus? Ach, und ich freue mich schon drauf, dieses Kabel durch dieses ganze Boot zu legen. Leider sind natürlich unsere Bananenstauden wieder auf einmal reif geworden. Und jetzt gibt es hier aus den Resten, die man noch retten konnte, ein Bananen-Orangensaft-Smoothie. Vielleicht mit einem kleinen Schuss. Heute gibt es Ziege. Ziege von, wahrscheinlich von Tarawai. Wahrscheinlich. Da hinten in der Koje, da liegt das Kabel jetzt schon, also hinter dem Schott. Jetzt muss ich hier das, was ich da so mühsam angebaut habe, wieder abbauen, um dann das Kabel zu kommen. Aber wie sich herausgestellt hat, war das gelbe Kabel auch bei dem langen Kabel, was nach hinten ging, defekt. Jetzt haben wir hier unseren Ersatz-Flugskate-Kompass mit dem neuen Kabel. Und das muss ich jetzt hier leider abschneiden, weil ich brauche das Kabel. Es ist 30 cm kürzer als das, was ich rausgezogen habe. Ich hoffe, dass ich das irgendwie bis da oben hochkriege. So, und da, wo jetzt hier die Schnur rauskommt, da muss gleich das Kabel rauskommen. Das ist jetzt schon der zweite Versuch. Jetzt werden wir mal schauen, ob es diesmal klappt. Ich ziehe, ja? Ja. Oh ja, er kommt. Er kommt, warte. Kannst du das ein bisschen nachschieben oder so? Nee. Ah, ja, wir haben ihn. Super. Das Kabel ist durchgezogen. Jetzt müssen die nur hier noch miteinander verbunden werden. Und dann nochmal verbunden werden am Flugskate-Kompass. Gott sei Dank, dass wir die Anixi wieder getroffen haben.
Elektromeister Hakko. Der verlötet das Ganze jetzt hier. Mit natürlich professionellem Werkzeug. Den Link, wenn er seine Hilfe braucht, findet ihr rechts oben. Wie ihr dort erkennen könnt, fahren wir mit Autopilot. Und er funktioniert. Also das Austauschen des Kabels war erfolgreich. Ich bin ja so froh. Und ich glaube, die Annette auch. Ja. Ein Problem gemeistert. Ja, versucht wieder mal ein Tölpel, sich auf unseren Mast zu setzen. Speziell oben auf den Verklickerer. Und wenn der da erstmal sitzt, dann macht der alles kaputt. Also kämpfen wir immer wieder mit diesen Tölpeln, die es versuchen. Und das während der Fahrt. Sehr geschickt, die Flieger. Das gibt's doch wohl nicht. Immer, hey, hey, hey! Wir haben einen Ankerplatz neben der Anixi gefunden. Hier vor der Nordwestecke des Atolls. Oh, und da kommen sie schon angerudert. Und diesmal rudern sie beide. Oh, sieht das gut aus. Im Gleichtakt. Jawohl. So ist das, wenn der Hakko aus dem Kajak aufsteigt. Ja, jetzt läuft man mal das Video, dass ich reinfalle. Ja, aber das wäre doch mal... Action. Action. Die hatte ich heute schon geschafft. Hast du dich schon wieder verletzt? Nö, ja, aber nicht mich selber. Haiangriff. Hakko wurde von einem Hai gebissen. Nee. Doch. Oh Gott, jetzt gehe ich gar nicht mehr schwimmen. Aber wir sind auf der anderen Seite gelaufen bis zum Nordpass. Und dann sind wir im Nordpass durchs Wasser gewartet. Also gab es eine leichte Strömung am Rand. Und plötzlich. Immer so durchgestapft. Und plötzlich. Pop, und dann schüttel ich meinen Fuß und dann haute er ab. Spatzspitzen. Also, du warst ja nur so bei dem Wasser. Ich war nur so bei dem Wasser, ne? Und das war oberhalb des Schuhs. Da ich merke da nichts von. Die sind so scharf, die Zähne. Da merkst du. Und das ist da, wo der Schuh saß. Die sind durch den Schuh durch, ne? Zum Glück hatte ich Crocs an. Richtig dick, da kannst du richtig sehen, wie die aufgeschnitten sind. Oh Mann. Wie lang? Aber du warst nur so 60 cm oder so? So ein Meter war. Oh, Wahnsinn. Meter. Na super. Also. Alle friedlich hier, die Haie. Alle super. Friedlich. Ja, hier im Atoll kommt der Besuch geschwommen. Hervorragend. Aber das ist nicht so schlimm mit der Flosse da, ne? Mit der Flosse? Mit der dreieckigen? Nein, das macht nichts. Wie fies. Eine Motu-Wanderung gibt es heute. Am 18. April. Auch so kann ein Atoll aussehen. Korallen, Korallen, Korallen. Und ziemlich scharfkantig. Glaube ich nicht. Da ist bestimmt eine Nuss drin. Meinst du? Da ist er. Die Limelight ist heute die neue Produktionsstätte für Kokosnussöl. Die Kokosnüsse sind schon geschält, das Kokoswasser ist schon raus. Jetzt werden sie in der Mitte geteilt. Manchmal. Aha. Also in der Mitte geteilt. Ganz einfach. Und dieses Kokosfleisch wird dann hier mit der Rapdecoco ausgekokutzt. Aber drehen. Nicht auf den Finger. Das Ding will nicht aufgehen. Ja, warum mache ich die zu? Mensch.
Ja! Ja! Hey! Ja! Und Geduld. Sehr gut. Ha. Perfekt. So. Das wird jetzt richtig schön geraspelt. Und wenn die Nora 5 fertig hat, dann kriegt sie auch ein Sundowner-Bier. Erst dann. Vorher hast du das nicht verdient. Seht ihr, mit einer schwungvollen Drehkugelbewegung? Ja, die ist noch nicht so ganz interessant. Doch, guck mal, was da rauskommt alles. So, Annette ist jetzt dabei. Hohoho. Immer von oben nach unten, ne? Ja. Guck mal, was wir da schon alles haben. Jawohl. Und wie läuft's? Super. Jetzt ein Ulltuch, ja. Das ist da eingewickelt. Und jetzt versuchen wir das mal zu pressen. Was da so rauskommt. Alle drängen sich hier um die Arbeit. Drängen mich nur um die Kokosraspeln. Die Nora nascht immer zwischendurch. Und der Hacko presst, was das Zeug hergibt. Ja, also, das sind eigentlich Schraubstücke. So, erzählt mal, wie geht denn das jetzt weiter? Wir füllen jetzt die Kokosmilch in ein Glas und dann bleibt es bis morgen 12 Stunden stehen. Und dann sollten sich 3 Schichten gebildet haben. Die oberste ist, keine Ahnung was, nicht verwertbar oder für andere Sachen verwertbar. Und die mittlere ist das Öl. Ah, und wie trennt man das dann? Die rote Schüssel. Mit dem Löffel. Ah. Aber das sehen wir dann morgen. Okay. Oben rausholen, bitte. Nach erfolgreicher oder noch nicht erfolgreicher Ölherstellung, das werden wir erst morgen sehen, gibt es jetzt eine Runde Brennidock. Also rechts neben Annette sitzt, wo ist denn der Hacko? Jawohl, da sitzt der Hacko. Und heute spielen Nora und Hacko gegen Annette und Michael. Und wir schauen mal, ne? Wer wird da denn gewinnen? Oder wir lassen ja auch. Da sieht man das Ergebnis. So, jetzt, Annette, nimm das nochmal kurz in die Hand und erklär mal, was ist. Schütteln mal. Nein, das ist mein Behälter, der ist noch. Was genau, muss ich jetzt auch nochmal nachgucken. Das Weiße ist hier wahrscheinlich dann noch zersetzt mit einigen Kokosflocken. Da kann man dann, was weiß ich, Kuchen draus machen oder in die Aperitifs rein. Und hier unten ist die milchige Flüssigkeit und dazwischen soll eigentlich das Öl sein. Also haben wir ja kein Öl. Ja, aber keine Ahnung, wir müssen gucken. Das haben ja, wir gut, aber im Kühlschrank wird es ja, also Sie sagen ja separat bei 26 Grad oder was, ne? Haben Sie gesagt. Ja, ja, so unter 24, glaube ich. Aber ist auch egal, im Kühlschrank ist er kälter. Und wir haben 30. Und was soll im Kühlschrank passieren, nach deiner Meinung nach? Ja, wird das Fett, ja, das Fett müsste ja fest werden und dann ist das vielleicht leichter rauszulöffeln und dann... Ja. So der Plan. So die Theorie. Also, liebe Zuschauer, wenn ihr wisst, wie es geht mit dem Kokosöl, schreibt uns doch mal einen Kommentar. Ah, dann haben wir es vielleicht schon rausgefunden. Genau. Na klar. Wir sind im Magazin hier auf Amanu, aber also wir haben jetzt Hähnchen und einen Fruchtsaft mixt. Da gibt es auch noch ein paar Chips, gibt es, Annette? Ja, das wäre nett. Dann gibt es ein paar Flaschen Wein, aber leider gibt es auch kein Bier. Oh. Es gibt also nicht zu viel hier. Da haben wir gerade eben ein Viertel Pazifik Bonito geschenkt bekommen. Schaut euch das an. Mei, oh mei. Der sieht super aus, oder? Ja, ist ein bisschen viel. Ganz schön viel, ja. Ich muss hier nicht sich wieder was einfallen lassen. Ja, da hinten von dem Fischer haben wir das bekommen. Das hat meine Frau aus dem Pazifik Bonito gezaubert. Es gibt
Kokosreis. Ich glaube von dem geraspelten Kokosnuss von gestern. Ja. Und ein medium gebratener Bonito. Wir segeln bei 18 Knoten Wind entlang der Nordwestecke vom Amanu-Atoll. Es soll ab heute starker Wind kommen aus Nordwest. Deswegen verstecken wir uns hier. Da ist dann zwar Wind, aber es sind keine Wellen. Heute gibt es einen Vorschiff Ring auf der Limelight. Aber die Lampe ist so geil, oder? Ja, die Lampe ist geil. Man kann nur nichts mehr sehen. Naja, aber ich sehe euch. Ich sehe euch. Leuchte mal ins Wasser, dann können wir auch ein paar Fische und ein paar Haie sehen. Guckt euch das Wasser an. Ist das der Hammer? An der Kette haben wir uns festgemacht. Hinter uns liegt die Breakaway. Und da hinten die Anixi. Bereit für einen Tauchgang in diesem glasklaren Wasser. Ich bin auf Inselexkursion hier auf Amanu und bin jetzt hier auch schon auf der Außenseite des Riffs. Auch da ist kein Wind.
raue Küste und ein paar ganz kleine Wellen. Aber wir haben aber Ebbe. An der Außenseite sieht die Vegetation ganz anders aus. Am inneren Riff sind alles nur Kokospalmen. Jetzt hier im Inneren des Motus, da wandelt sich das. Da gibt es dann ab und zu schon mal eine Palme zwischendrin. Aber es ist alles sehr steinig. Also das ist kein Stein, das sind alles Korallen. Alte, tote Korallen. Jetzt will ich noch ein paar Kokosnüsse ernten. Mal gucken, wo ich da rankomme. Das war schon mal nix. Es ist immer nicht so einfach, in diese Kokosnüsse reinzukommen. Fantastisch. Eine richtige Trinkkokosnuss. Da liegen die drei Schiffe. Ganz hinten die Limelight, dann die Breakaway. Und hier vorne die Anixi. Schön an so einer Mooringkette, sodass da auch nichts passieren kann. Ein herrlicher Sonnenuntergang heute. Morgen früh starten wir nach Makemo. 8.23 Uhr müssen wir aus dem Pass rausfahren. Und dann wahrscheinlich 2 Tage werden wir benötigen für die 160 Meilen, weil doch eher wenig Wind angesagt ist. Tarabani namu toroto, iritia mai.